Mich erinnert das manchmal an die Zeit, als du Kind warst und deine Mutter hat dich in den Arm genommen und du hast dich einfach nur wohlgefühlt. Und so ein Gefühl ist es, wenn ich tanze. Für Anne Weber ist Tanzen Balsam auf der Seele und noch mehr als das. Tanzen hat ihm geholfen, aus einer schweren Lebenskrise zu finden. Auf einmal habe ich ein Körpergefühl bekommen. Ein Gefühl für Takt und Musik, was ich noch nie so gefühlt habe. Und dann habe ich gemerkt, wow. Auch mich macht das Tanzen glücklich, so wie viele anderen auf der ganzen Welt. Können alle tanzen? Ja, unbedingt. Unser Gehirn will tanzen. Auch bei schweren körperlichen Erkrankungen schwören viele auf die Wirkung des Tanzen. Zum Beispiel bei Parkinson. Das hilft mir, bei meiner Krankheit den Körper zu spüren, ganz sicher. Diese Wirkung ist richtig gehend magisch. Keine pharmazeutische Pille kann sowas. Ja, dass Tanzen heilen kann, das sagt auch die Wissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Julia F. Christensen. Es gibt da einige Dinge, die muss man wissen über das Tanzen. Wann das Tanzen für uns wirklich die beste Medizin ist. Tanzen als beste Medizin? Ja, für mich ist diese These recht hoch gegriffen. Ich bin also gespannt. Ja. 2019 habe ich selber bei der SRF Fernseh-Tanzshow «Darf ich bitten?» dürfen mittanzen. Ich habe schon gerne getanzt, aber fast täglich das Tanztraining über 4 Monate hinweg, das war neu für mich. Für einen Sieg hat es bei «Darf ich bitten?» zwar nicht ganz gelangt, blieben sie dafür der 2. Platz und viel prägende Erinnerungen. Wow, es war so eine tolle und intensive Zeit bei «Darf ich bitten?». Ich durfte so viele verschiedene Tanzstile erlernen. Und ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so fit wie zu der Zeit, als ich so fest trainiert habe. Täglich, kann man einfach sagen. Hat aber auch zur Folge gehabt, wo es Richtung Wettkampf ging, vor allem gegen das Finale zu suchen, dass ich auch Verletzungen hatte. Und das war halt etwas weniger toll gewesen. Wegen dem frage ich mich, ja, wie gesund ist der Tanzen wirklich? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen. Ich bin auf dem Weg ins Emmental und besuche ein ganz besonderes Tanzfestival. In 1100 Seelengemeinde Röthenbach fängt seit 2010 das Festival mit dem vielversprechenden Namen «Vertanzt» statt. Es ist eines der grössten Schweizer Festivals zum Mittanzen. 4 Tage lang können Besucherinnen und Besucher verschiedene Volks- und Standardtänze ausprobieren. Tanzbegeisterte aus der ganzen Schweiz teilen hier ihre Leidenschaft. Grüß dich miteinander. Hallo. Darf ich dich da bei diesem friedlichen Gespräch ganz kurz unterbrechen? Glaubt ihr, dass Tanzen eine positive Wirkung auf Gesundheit kann? Wir mal hineinschauen, wenn du all die Leute siehst, tanzen, alle strahlen und alle lachen. Ich vergesse alles andere rundherum, ich bin ganz im Moment. Sicher sportlich gesehen ist es etwas, wo man von ganz jung bis ganz alt sich kann bewegen kann. Zur Musik und wo man einfach fit bleibt. So. Ich bin Hebamme und also meine Frauen sind auch bei Schwangerschaft tanzen. Das hat eine unglaublich positive Wirkung auf alles, auf Geburt und überhaupt. Sicher? Ja. Also ich bin jetzt gerade schwanger, jetzt muss ich gerade fragen. Ja, das ist das Beste für mich. Das ist wunderbar. Das Baby, das hat das mit mir gerne. Ja? Ja. Okay, Bauchtanzen lassen wir bei meinem aktuellen Bauchumfang gescheiter sein. Ich habe jetzt sowieso etwas anderes vor. Ich habe mit der Neurowissenschaftlerin Julia F. Christensen abgemacht. Sie ist Autorin des Buches mit dem Titel «Tanzen ist die beste Medizin». Ja. Hast du es gut hergefunden? Sehr gut. Und es ist so wunderschön hier. Perfektes Wetter, oder? Kann man sich nicht beklagen. Das Wetter, die Landschaft. Und wir werden tanzen. Was kann besser sein? Meine Erwartung an Julia, sie soll mir hier und jetzt ganz konkret zeigen, was das Tanzen in gesundheitlicher Hinsicht so besonders macht. Bei dir muss ich erstmal eine Grundsatzfrage klären. Bist du hier als eine Advokatin des Tanzes oder als Wissenschaftlerin? Als beides. Als beides? Mich gibt es nur im Doppelpack. Julia F. Christensen ist Neurowissenschaftlerin und erforscht am Max-Planck-Institut, wie sich Tanzen auf Gehirn und Körper auswirkt. Ihr Buch «Tanzen ist die beste Medizin» schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste.
Das Leben der gebürtigen Dänin dreht sich seit jeher ums Tanzen. In jungen Jahren ist sie auf bestem Weg, eine Profikarriere als Balletttänzerin einzuschlagen. Doch ein Unfall setzte diesen Plänen ein Ende. Tanzen machte Christensen aber trotzdem zu ihrem Beruf und zu ihrem Forschungsschwerpunkt. Sie studierte Psychologie und Neurowissenschaften. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. In ihrer jüngsten Forschungsarbeit haben sich Christensen und weitere Forschende mit der Persönlichkeit von Menschen, die regelmäßig tanzen, beschäftigt. Eines der Studienresultate: Wer tanzt, ist weniger neurotisch. Auch in ihrer Freizeit ist Tanzen Christensens Leidenschaft geblieben. Vor allem der Tango Argentino hat es ihr angetan. Julia, du behauptest ja, dass Tanzen die beste Medizin ist. Ist das nicht ein bisschen gar gewagt? Also ich finde nicht. Das Spannende beim Tanzen ist, was es bei kaum einer anderen Hobby oder Sportart zu geben scheint, ist, dass beim Tanzen drei wichtige Dinge für unsere psychische und körperliche Gesundheit zusammenkommen. Es ist ein Sport, die Musik ist da, sie hilft uns beim Ausdruck. Und das Tanzen hat wichtige Sozialeffekte. Unser Gehirn ist ein soziales Gehirn. Wir brauchen andere Menschen. Und besonders in unserer modernen Welt bekommt das Soziale viel zu kurz. Ich tanze auch mega gerne. Und ich habe hier schon mal das Programm vom heutigen Festival. Und guck mal, zu unserer Uhrzeit haben wir drei verschiedene Tanzformen, die wir jetzt aussuchen können. Was Alle spricht drei. Denn diese verschiedenen Punkte am meisten an? Ja, gute Frage. Tanzformen aus der Schweiz, Ballfolk, orientalischer Tanz. Sehr tolle Tänze. Ich würde sagen, wir nehmen die goldene Mitte. Einführung Ballfolk, ja. Das wäre dann in diese Richtung. Alles klar, wollen wir los? Dann machen wir das, ja. Komm. Super. Was Tanzen im Vergleich zu anderen Sportarten besonders macht, ist die Kombination aus Musik, Bewegung und sozialem Miteinander. Das hat einen ganzheitlichen Effekt auf die Gesundheit. Tanzen stärkt die Muskeln, baut Fett ab, hält den Körper geschmeidig und stärkt das Gleichgewicht. Es fördert den Stoffwechsel, die Durchblutung und trainiert Herz wie Lunge. Tanzen als Hobby tut auch der Psyche gut. Die Musik wirkt hormonregulierend auf den Körper. Weil der Cortisolspiegel sinkt, baut der Körper Stress ab. Gleichzeitig schüttet er vermehrt Glücks- und Bindungshormone aus. Die Stimmung steigt. Tanzen trainiert die Interozeption, also den Sinn, wie wir uns im Körperinneren fühlen. Wer häufig tanzt, kann die eigenen Gefühle bewusster erleben und steuern und die Emotionen anderer leichter verstehen. Häufig wird Tanz- und Bewegungstherapie bei Angststörungen, in der Trauma- oder Krebstherapie und bei Depressionen eingesetzt. Studien zufolge reduziert regelmäßiges Tanzen schon ab 6 Wochen Training depressive Symptome und die psychische Gesundheit verbessert sich. Quer durch die Stadt St. Gallen tanzen. Für Andrzej Weber ist das nichts Ungewöhnliches. Während sich viele mit Joggen fit halten, tut der 67-Jährige dies lieber mit Tanzen. Immer draußen und immer gerade dort, wo es ihm danach ist. Wenn die Musik an ist, bestimmt die Musik, wie ich mich bewege. Und manchmal bin ich so im Fluss, dass ich nicht weiß, was ich da getan habe. Mich erinnert das manchmal an die Zeit, wenn du als Kind warst und deine Mutter hat dich in den Arm genommen und du hast dich einfach nur wohlgefühlt. Und so ein Gefühl ist es, wenn ich tanze. Über 20.000 zurückgelegte Schritte am Tag. Keine Seltenheit für den Rentner. Das ist gut für die Kondition. Und es schüttet Glückshormone aus. Andrzej Weber ist so auch zur Lokalprominenz geworden. Jeder kennt ihn hier. Hallo. Unser berühmtester St. Galler. Heute genießt er solche Begegnungen. Doch das war nicht immer so. Das erste Mal, Anfang 2023, mich gewagt habe, hier auf der Straße zu tanzen, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Ja, und mein Puls war um einiges erhöht. Aber irgendwann einmal war das vorbei.
Das heißt, sobald ich Musik gehört habe, mir die Kopfhörer aufgelegt habe, war ich einfach in einer anderen Welt. Eine andere Welt. Danach hat Andrzej Weber lange gesucht. Während der Corona-Zeit fällt er in eine schwere Lebenskrise. Er bricht mit seinem alten Leben radikal. Seine Ehe geht in die Brüche. Er fällt in eine Depression. Ich hatte fast täglich in der Nacht Panikattacken. Ich wusste manchmal nicht mehr, wo ich bin. Und eines Nachts am Wochenende war es so schlimm, dass ich auf einmal im ganzen Körper Schmerzen hatte und ich wusste nicht, wo es herkommt. Und dann habe ich mich ins Kantonsspital begeben, war dort in der Notaufnahme. Und dann haben die Ärzte angefangen, mich zu untersuchen. Ja, wirklich gefunden haben sie nichts. Dennoch wird der Aufenthalt im Spital zu einem Schlüsselmoment auf seinem Weg raus aus der Lebenskrise. Eine Ärztin, die hat wirklich etwas in mir ausgelöst. Sie hat mich mal, ganz am Ende hat sie mich in den Arm genommen kurz, mich gefragt, ob ich irgendwelche Schwierigkeiten hätte. Ja. Und dieses Mitgefühl, was sie gezeigt hat, das hat in mir was gezündet. Und zwar wirklich wie eine Bombe. Ja. Und da ging alles auf einmal auf. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Sein neuer Lebensmut führt Andrzej Weber als erstes hierhin, in eine St. Galler Tanzschule. Sein Bauchgefühl sagte ihm damals, du brauchst Musik, tanze. Ich war in einer ziemlich depressiven Phase und ich hatte Angst, Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Und die Tanzschule war der erste Ort, wo ich mich wieder getraut habe, einen anderen Menschen anzufassen und mit ihm was zu machen. Schon in jüngeren Jahren besuchte Andrzej Weber immer mal wieder Tanzkurse. Doch heute hat er einen ganz neuen Zugang zum Tanzen. Jetzt erst weiß ich, was Musik und Bewegung für eine Wirkung hat. Früher habe ich das als Zeitvertreib gesehen. So, ja? Heute ist das für mich Medizin. Hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und das zu fühlen, ist etwas, das kann ich dir nicht beschreiben, weil es dafür kein Wort gibt. The time of your life. Die beste Zeit deines Lebens. Schritt für Schritt tanzt sich Andrzej Weber dorthin zurück. Welcher Tanzstil eignet sich gegen welche Beschwerden? Was tun gegen Tanzhemmungen? Und wie finde ich den passenden Tanzkurs? Vier Expertinnen beantworten in unserem Live-Chat jetzt ihre Fragen. Julia und ich nehmen am ersten Tanzworkshop teil. Unsere Wahl ist auf Ballfolk gefallen. Ballfolk hat seine Wurzeln in Frankreich und besteht aus Kreis-, Paar- und Reihentänzen. Julia, war das jetzt das erste Mal für dich, Ballfolk zu erleben und zu tanzen? Ja, tolle Erfahrung. Also das ist so ein richtiger sozialer Gruppentanz, wo jeder mit jedem tanzt. Ist ja nicht jeder Tanzstil so. Und vor allen Dingen gibt es bei solcher Art von Tanzen, wo man sich halt an den Händen anfasst, wo man sich in die Augen schaut, ganz besonders die Sozialeffekte, die für unser Gehirn so wichtig für unsere Gesundheit sind. Was entdeckst du noch? Also das ist ein ziemlicher Aerobertanzstil. Also ich habe das selber gemerkt, ich habe sehr geschwitzt, schon von wenigen Minuten. Also man bekommt den Herzschlag über 140. Das macht diese Sportart zu einer aeroben Sportart. Verbrennt wahrscheinlich so um die 10, 11 Kalorien pro Minute. Das ist so wie langsames Laufen.
Und ich habe mal auf die Musik geachtet. Das ist eine unglaubliche Upbeat-Musik, also so sehr gute Laune-Musik. Durch die Synkopen, das ist für unser Gehirn so eine Art Freudensmoment, weil immer mal ein kleiner Moment ausgesetzt wird und unser Gehirn versucht, das zu supplieren. Und also wenn wir antizipieren, was jetzt damit genau, kommt. Genau, richtig. Das Gehirn macht das von alleine. Und wir als Mensch, wir empfinden das dann als ja, besonders angenehm und haben dann vielleicht Schmetterlinge im Bauch, wenn die Musik so richtig einsetzt. Ja. Und so haben wir also die drei Effekte vom Tanzen direkt abgedeckt von diesem Tanzstil. Sport, Musik, Sozialeffekte. Die Forschung über den Effekt des Tanzens steht noch am Anfang. Trotzdem bekommt das Tanzen bei der Behandlung und Prävention von ernsthaften Erkrankungen eine immer grössere Bedeutung über. Ein Proberaum der Tonhalle Zürich. Hier treffen sich Menschen mit Parkinson und multipler Sklerose zum wöchentlichen Tanz im Rahmen eines Pilotprojektes der Tonhalle Gesellschaft und des Opernhauses Zürich. Isabel Gut lebt seit fast 8 Jahren mit der Diagnose Parkinson. Seitdem ich Parkinson habe, bin ich weniger beweglich. Es ist eine Herausforderung, über eine längere Strecke gleichmäßig zu laufen. Ich laufe einfach nicht im Takt. Yeah. Und jeder kleine Sprudel ist neue Energie. Ich weiß, dass auch für die Krankheit der Tanz ganz wichtig ist. Der Takt der Musik gibt einem genau an, was man zu tun hat. Das hilft mir, bei meiner Krankheit den Körper zu spüren, ganz sicher. Im Tanzprojekt Connect gibt es keine falschen Schritte. Alle bewegen sich so, wie es ihr Körper erlaubt. Wie schwimmen in ihrer Welt. Im Vordergrund steht die Freude am Tanz und nicht die Krankheit. Das möchte Kursleiterin Claire Gass-West vermitteln. Sie ist Choreografin und Pionierin, wenn es um heilendes Tanzen geht. Der aktuelle Stand der Forschung zeigt, dass die Kombination von Musik und Bewegung die Symptome bei Parkinson und MS verlangsamen kann. Das ist richtiggehend magisch. The development of symptoms. Keine pharmazeutische Pille kann das heute auf diese Weise bewirken. There is no pharmaceutical drug that is able to do this. An der Hochschule Luzern erforscht Dawn Rose, wie Tanz und Musik auf Parkinson wirken. Parkinson-Betroffene haben die Studie mitgestaltet. Parkinson wirkt sich auf den Rhythmus im Körper aus. Weil Musik das ganze Hirn aktiviert, können wir damit den Bereich im Gehirn beeinflussen, der durch Parkinson geschädigt ist. Das hat eine ganze Reihe positiver Effekte. Welche Effekte das sind, analysiert das Forschungsteam im Motion Capture Labor. Sensoren und Infrarotkameras messen die Bewegungen der Teilnehmenden präzise. Ja. Im 3D-Modell wird so Balance und Koordination sichtbar. Eine Innovation in der Parkinson-Forschung. Erste Ergebnisse sind vielversprechend. Insbesondere der Gang der Teilnehmenden habe sich signifikant verbessert. Die Mobilität von Parkinson-Betroffenen verbessert sich. Daraus folgt auch, dass sie sich weniger stigmatisiert fühlen aufgrund ihrer Krankheit. Sie zeigen insgesamt eine höhere Lebensqualität. Ähnliches beobachtet Claire Gass-West. Im Tanzkurs werden mit den Bewegungen Geschichten erzählt. Das zeige besondere Wirkung. Wir laufen in unserem Kosmos. Und wir schauen alle unsere Sterne. That kind of Wenn wir ihre Aufmerksamkeit gezielt fokussieren, produziert der Körper Dopamin. And
Parkinson-Betroffene haben einen Dopaminmangel, was die Koordination von Bewegungen so schwierig macht. Die Kursteilnehmenden kommen mit Krämpfen, Schmerzen, haben Mühe, sich zu bewegen. Und nach einer Stunde Tanzen sagen sie, sie gehen nicht, sie fliegen davon. Ein Gefühl, das auch Isabel gut kennt. Mein Hirn tut manchmal, wenn ich rauskomme, aus dem Tanzkurs habe ich wie ein Kräuseln im Kopf. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist wie so ein Gefühl, da ist etwas passiert. Connect fand so großen Anklang, dass im Herbst neue Kurse geplant sind. Schau, jeder stehen. Hast du schon mal Line Dance gemacht? Meine Mama macht das jeden Mittwoch. Ach was. Schweißtreibend, habe ich gehört. Wirklich? Am Tanzfestival im Emmittal wählen Julia und ich noch einen weiteren Workshop aus. Nein, warte, das stimmt gar nicht. Wir sind nicht da, nicht im Polka. Es ist im Rumba. Rumba? Ja, Line Dance, Rumba. Es wird schon gelinedanced. Yes, sir. Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, wo man in Reihen vor- und nebeneinander tanzt. Die Ursprünge hat der Tanz hauptsächlich in den USA. Ja, wie fandest du das Line Dance gerade? Wunderbar. Ich verstehe jetzt, was meine Mama meint, wenn sie sagt, jeden Mittwoch muss ich Line Dancing. Was ist dir besonders aufgefallen? Was hast du gemerkt, das hat jetzt eine positive Auswirkung auf unsere Gesundheit? Mir ist aufgefallen, dass es weniger hart für meinen Rücken war. Also es war nicht so viel gesprungen wie vorhin beim Ballfock. Da waren sehr viele so kleine Mikroerschütterungen im Körper. Mhm. Und hier, das war etwas mehr gleitend, was für einige Rücken, Knie, Probleme wahrscheinlich oder Fußprobleme auch besser ist für einige Menschen. Aber es war schon so relativ bald mal ein bisschen langweilig, weil es immer die gleichen Schritte waren, oder? Ach, das macht ja aber nichts. Unser Gehirn muss sich ja auch erstmal gewöhnen an eine neue Art des Sich-Bewegens. Und das bietet sich ganz besonders an für Menschen, die vielleicht schon etwas älter sind. Mhm. Hast du bemerkt, wie viel Koordination eigentlich drin war? Also da waren die Füße in verschiedene Richtungen, da waren dann plötzlich Kreuzen über die Mittellinie, was fürs Gehirn gar nicht so einfach ist. Okay. Und also Arme und Beine koordinieren. Und dann gab es ja den Moment, wo wir uns gegenüberstanden und wir plötzlich uns spiegelverkehrt verarbeitet haben. Und trotzdem sozusagen noch unsere Schritte machen mussten. Genau. Und diese Koordinationsaufgabe, die scheint eben für unser Gehirn einen guten Effekt einfach auch zu haben, um unser Gehirn frisch zu halten. Okay. Tanzen ist insbesondere im Alter gut, denn häufiges Tanzen kann präventiv gegen Demenz wirken. Das fanden Forschende in New York mit einer Langzeitstudie heraus. 21 Jahre lang begleitete das Team des Albert Einstein College of Medicine Seniorinnen und Senioren in ihrer Freizeit. Das Erstaunliche: Von den Aktivitäten wie Schwimmen, Spazieren oder Velofahren hatte nur Tanzen einen positiven Effekt auf das Demenzrisiko, und zwar deutlich. Häufiges Tanzen senkte bei den Teilnehmenden die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, um 76% im Vergleich zu denen, die nicht tanzten. Nur kognitiv anspruchsvolle Tätigkeiten wie viermal die Woche Kreuzworträtseln und häufiges Lesen zeigten einen ähnlich positiven Effekt. Woran liegt das? Auch Tanzen ist kognitiv anspruchsvoll. Es fordert das Gehirn, weil wir uns beim Tanzen Schritte merken.
verschiedene Körperteile koordinieren, im Rhythmus bleiben und mit anderen interagieren. Im Gehirn sind die Areale aktiv, die für die Gedächtnisbildung, vernetztes Denken und für die Planung von Bewegung zuständig sind. Häufiges Tanzen fördert außerdem die Plastizität im Gehirn. Das heißt, Nervenzellen vernetzen sich besser und das Gehirn übermittelt Informationen schneller. Das konnte ein Forschungsteam aus Magdeburg mit bildgebenden Verfahren zeigen. Für die Studie lernten Seniorinnen und Senioren ein halbes Jahr lang zweimal in der Woche unterschiedliche Choreografien. Einen besonderen Effekt hatte das Training auf den Teil des Gehirns, der beide Gehirnhälften verknüpft und der häufig im Alter an Leistung einbüßt. Tanzen, so die Studie, könnte die Interaktion beider Gehirnhälften verstärken. Fazit: Häufiges Tanzen hat das Potenzial, dem altersbedingten Abbau des Gehirns entgegenzuwirken. Wenn das kein Grund ist, alle Hemmungen fallen zu lassen. Tanzen als sportliche Aktivität betreibt die Schweiz etwa jede 10. Person laut einer Umfrage vom Bundesamt für Sport. Viel häufiger wird Joggen, Ski gefahren oder geschwommen. Eigentlich noch schade, dass wir hier nicht mehr tanzen, weil das Tanzen hat die grosse Vorteile. Das Spannende beim Tanzen ist, dass wir Tanzen auch nicht kompetitiv machen können. Und es scheint eben ganz besonders dieser Hobbytanz, dieses Nicht-Wettbewerbstanzende zu sein, was mit diesen Gesundheitseffekten verbunden ist. Und viele Sportarten sind leider in irgendeiner Form wettbewerbsbedingt. Ich möchte abnehmen, ich möchte mich messen, ich möchte gewinnen. Das gibt es bei einigen Tanzstilen einfach gar nicht. Und deshalb kann es so gesund für uns werden. Also würdest du diese Aktivierung als einzigartig bezeichnen, was man nur durch Tanzen erreichen kann? Wir müssen noch die Neurowissenschaft abwarten, denn die Tanzforschung steckt noch in den Kinderschuhen und wir müssen noch mal ein bisschen warten, aber es ist schon sehr vielversprechend, was da in der Forschung berichtet wird. Würdest du sagen, Tanzen ist für alle, also können alle tanzen? Ja, unbedingt. Damit angefangen, dass wir geboren werden mit der Fähigkeit, tanzen zu können. Mit der kulturellen Prägung verlernen es dann einige von uns wieder. Aber unser Gehirn will tanzen. Schon Babys, wenige Stunden nach der Geburt, synchronisieren ihre Gehirnwellen zu einem rhythmischen Ton, der in der Umgebung ertönt. Das passiert nicht, wenn zum Beispiel Sprache ertönt oder zufällige Töne. Aber wenn man Babys Töne vorspielt, die rhythmisch sind, dann wellen sich die Gehirnwellen da entlang. Aber auch nicht alle Menschen können einem Rhythmus folgen, wenn wir ganz ehrlich und ein bisschen gemein sind. Es gibt in einem ganz kleinen Prozentsatz der Menschen, vielleicht 1%, eine Besonderheit des Gehörs. Diese Menschen hören anders. Das nennt sich Amusia. Wenn man sie fragt, magst du Musik, würden sie sagen, tut mir nichts. Weder Gutes noch Schlechtes. Das heißt, wenn man jemanden fragt, magst du Musik? Und die Person antwortet, ja, kann sie theoretisch tanzen. Also du hast ja jetzt die positiven Effekte erwähnt, was Tanzen auf unseren Körper und unser Gehirn auch haben kann. Also kann man den Medizinschrank wegstellen, auf Medizin verzichten und einfach nur glücklich und gesund durchs Tanzen werden oder bleiben? Medizin wegnehmen würde ich absolut nicht sagen. Also es ist ganz wichtig, dass wir die Medizin, die wir haben, die Schulmedizin, die wir haben, die Therapiemöglichkeiten, die wir haben, einsetzen. Aber immer begleitend mit Tanzen würde ich schon sagen, ja. Also darf man das nicht zu wörtlich nehmen. Mit Tanzen ist die beste Medizin. Mit dem Beipackzettel. Mit dem Beipackzettel. Vor 5 Jahren habe ich bei Fernsehsendung «Darf ich bitten?» dürfen mitmachen und am eigenen Leib erfahren, wie die unterschiedlichen Tanzstile auf meinen Körper gewirkt haben. Tanzen hat viele positive Eigenschaften, um vital zu bleiben. Je nach Trainingsziel eignen sich gewisse Tanzstile besonders. Einige Beispiele aus den 3 Staffeln des Darf ich bitten Archivs. Egal was man tanzt, Bewegung tut der Kondition gut. Wer in dieser Hinsicht besonders gefordert werden will, sollte es mit Jive versuchen.
Hier getanzt vom Comedian Charles Nguela. Ein schneller und energiegeladener Tanz. Er erfordert schnelle Fußarbeit und ständige Bewegung. Ähnliche Effekte haben unter anderem Rock'n'Roll und Salsa. Wer tanzt, bleibt beweglich. Besonders förderlich ist Jazz-Tanz. Dem Tanzstil widmeten sich 2020 Eventmanagerin Karina Berger und ihre Tochter. Viele fließende und große Bewegungsausschläge helfen, die Flexibilität zu erhöhen. Einen vergleichbaren Effekt auf die Beweglichkeit hat beispielsweise Ballett. Tanzen erfordert ein hohes Maß an Koordination. Besonders stark wird diese Fertigkeit beim Hip-Hop trainiert. Denn bei diesem Tanz kommt es zu Isolationsbewegungen von Armen, Beinen und Torso. Auch schnelle Richtungswechsel, Sprünge und komplexe Bewegungsabläufe erfordern viel koordinatives Geschick. Diese Fertigkeiten sind unter anderem auch bei Jazzdance oder Bauchtanz zentral. Welche weiteren Tanzstile eignen sich für welche Trainingsziele? Wo findet man den passenden Tanzkurs? Was tun gegen Tanzhemmungen? Vier Expertinnen beantworten Fragen rund ums Thema Tanzen. Tanzen ist mehr als einfach nur Sport. Tanzen ist Lebensfreude, Geselligkeit und Ausgelassenheit. Darum darf der rauschende Tanzabend zum Abschluss des Festivals im Emmental auf keinen Fall fehlen. Ja, Julia, wir haben so viele positive Effekte heute gesehen. Strahlende Menschen, bebender Boden, alles toll. Aber jetzt noch mal als Gesundheitssendung muss ich noch mal fragen. Hat man wirklich für jede Krankheit oder jedes Gebrechen auch einen passenden Tanz, den man zu therapeutischen Zwecken nehmen kann? Begleitend immer ja. Man muss den Tanz finden, der für einen selbst funktioniert, für seinen Körper und für seinen Geist. Und dann einfach drauf lostanzen. Vor allem nicht Wettbewerbsgedanken haben und nicht so auf die Posen achten, sondern einfach von innen heraus ausdrücken, einfach tanzen. Ja, und wie finde ich denn diesen Tanz, der zu mir passt? Ganz viel ausprobieren. Also es gibt hunderte Tänze auf dieser Welt und es ist ein Tanz für jeden dabei. Und man geht einfach mal, vielleicht im Internet sucht man Tanzstile. Und dann gibt es ganz viele Social Dance Evenings, also Tanzabende und Nachmittage. Tanztee ist nichts von Oma. Das gibt es heutzutage immer noch und man kann es in jeder großen Stadt finden und manchmal überraschenderweise auch in ganz kleinen Dörfern. Also einfach suchen und Sie werden finden. Ja, die Forschung steckt zwar noch in den Kinderschuhen, wenn es ums Tanzen geht, aber ich kann sagen, mir persönlich hat es auch gut getan, hier zu sein. Wenn es dir gut getan hat, die Sendung anzuschauen, dann gib uns doch ein Like. Und noch viele weitere Gesundheitsthemen findest du wie immer auf Play SRF.